So, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Let's play together mit Evil Skunk Minecraft auf dem Weg nach Hause irgendwann mal. In den nächsten 348 Folgen. Wo bist denn du? Ich bin am Eisbär. Ne, ich hab dich gerade gesehen. Ah, ich seh dich. Hatschi! Ich bin kein. Da hab ich sogar einen Punkt gekriegt. Au! Oh, wollen wir nochmal in Neta gehen? Das ist unbedingt nicht. So eine Dia-Spitzhacke, können wir mich das ein bisschen hier mitnehmen fürs nächste Mal? Außer das Weiden, das kannst du behalten. Das ist ja richtig zerfetzt, das Teil, da hätten wir noch mehr gebraucht. Und hier in der Ecke liegt noch was. Hier ist ein weißer Hase. Ah! Stimmt. Nein. Ich hatte mal einen Code für das Killerkarnickel, ich weiß aber nicht mehr. Also wenn du ein Feuerzeug brauchst oder Eisenklumpen oder goldene Pferderüstungen oder eine goldene Spitzhacke oder sowas, dann kannst du dich da gerne bedienen. Wo soll ich mir das denn noch hinstecken? Hier, ich baue Obsidian ab, aber ich kann es nicht mehr aufnehmen, weil ich keinen Platz mehr hab. Also, das war mein Schwert. Ich baue die Weizenkörner weg, so nehme ich mal dafür die Eisendinger mit. Und eine Spitzhacke mit Reparatur natürlich. Goldene, oh, hier ist ja noch was drin. Alter, es wird eine sehr, sehr, sehr spannende Folge. Du brauchst nicht alles, du brauchst nicht alles abbauen. Komm, wir gehen weiter. Jetzt buddel. Uah. Nein, da ist er. Ich würde jetzt gerne meine Magie benutzen. Gut, Lapisa-Dingens, das kann ich ja nicht wegschmeißen beim nächsten Mal. Ja, Lapis, das finden wir so schnell. Ja, da habe ich auch in meiner Basis schon genug. Die weit weg ist und ich gerne wiedersehen würde. Das nennst du Basis? Das sieht aus wie so ein Irrgarten für Arme. Ja, meine Basis. Du machst das schon. Ich habe übrigens meinen ursprünglichen Spawnpoint bei dir gesetzt, falls wir in Nether verrecken, wie ich verreckt bin. Okay. Aber der ist ja auch schon verloren. Der ist ja schon ein paar Mal überschrieben, jetzt der Spawnpunkt. Oh, Schweine. Und hier ist ein Schwein gestorben. Armes Schwein. Ich bin aus den Augen verloren. Wo bist denn du? Bei mir sind Hühner, da. Hier ist ein Schweinesturm, das war ich nicht. Ich habe auch keinen Platz mehr, das Zeug mitzunehmen. Das war schon, das war ich nicht. Kommst du? Ich sehe dich nicht. Schießt du dein Feuerwerk, wenn ich dich suchen soll, eigentlich immer direkt nach oben oder schießt du in irgendeine Richtung? Ich schieße jetzt hier gerade nach oben. Ich hab schon oft genug gehabt, da bist du links von mir gesehen, aber rechts von mir warst du, oder? Ja, aber du schieße ich ja auch mal damit. Mach nochmal eins nach oben. Ich hab die Stelle zugerannt, wo das erste war und jetzt sehe ich dich nicht mehr. Meine Fresse, ist das hier zum Kotzen. Jetzt bist du wieder hinter mir, oder was? Oh, Junge. Ich könnte noch ein anderes Feuerwerk machen, wenn du magst. Das sieht man lieber auch für den Tunnelbauer, der mir so gerne hilft. Nein, ich bin ja nicht nachtragend. Wo bist du denn jetzt? Ich finde dich echt nicht. Warte, geht gleich los. Ich muss nochmal gucken. Wo die Noob war. Ja, da ist er. So, okay, ich versuche immer nach oben zu schießen. Nein, mach jetzt einfach nochmal Folge oder so. Ich habe keinen Bock, dass ich jetzt 2 Meter daneben stehe und von nicht mal sehe, ob ich wieder weg bin. Ja. Hast du es gesehen? Nein, ich sehe nichts. Na toll, jetzt muss ich 60 Sekunden warten. Also die Richtung, in die ich gucke, geht die Sonne unter. Die Richtung, die ich gucke, sehe ich keine Sonne. Na siehst du. Okay, ja, aber ich bin genau auf der anderen Seite. Also quasi. Dann drehe ich mich jetzt um und komme ich dahin. Ich gehe jetzt mal den Berg hoch hier. Gesundheit übrigens, Jule. Jule hat Bohnen gegessen. Bei Schweinchen. Ja, Schweinchen sehe ich auch. Das war das Bett. Muss er schon selber husten vom eigenen Pup oder was? Natürlich, der stinkt. Hau ab da! Bleib weg! Och, komm. So weit auf dem höchsten Punkt vom Hügel hier. Nochmal normales Feuerwerk nach oben. Bist du im Wald oder so? Nee, aber ich
Bin auf dem Hügel halt und hinter mir sind ein paar Bäume, aber in wirklich tiefen Wald bin ich nicht. Du bist auf einem Hügel und hinter diesen Bäumen hast du Schweine gesehen? Ja, ich bin an Schweinen vorbei, ja. Okay. Hätte das Feuerzeug mitnehmen können, hätte ich jetzt die Tanne hier angezündet. Ja, das wäre gut. Bis auf dem Hügel. Okay, warte mal, siehst du das hier? Ich sehe nichts. Nee, du bist auf der anderen Seite vom Berg. Weil auf der anderen Seite ging gerade ein Nuke los. Okay. Du bist auf dem Hügel, aber ich bin noch auf dem Hügel. Hier ist ein totes Schwein. So, normales Feuerwerk an. Warte. Das wäre auch gut, wenn in welche Richtung ich gucken würde. Hinter mir ist auch nichts von. Ich muss gerade gucken, wo es ist. Da ist Der es. Druck ist ja gut, wenn wir es langsam mal finden. Und los geht's. Alter, bist du so weit weg? Ich habe mich eigentlich nicht weit bewegt. Ich habe die kurz gesehen und dann bist du nur zurückgegangen. Also ich habe es jetzt sehr weit weg gesehen, aber eine Waldrander. Also wenn du es jetzt nicht gerade nach oben geschossen hast, dann. Mal nach oben. Ja, gut. Weil hier ist ein Creeper, super. Also wenn ich jetzt zu dir komme und einen Arsch voll Monster hinterher schleife, dann. Soll ich dich teleportieren? Nee, wir wollen ja schon so. Okay. Mach nochmal voll. Was weg. Mal Feuerwerk gemacht. Jetzt. Ist nicht. Dieser eine hier mich da eben auf der Ebene zubewegt. Also, jetzt werde ich auch noch beschossen. Ah, super. Soll ich dich doch porten zu mir? Oder soll ich mich zu dir porten? Ja. Ja, nee, anders, wenn ich dich hier nicht finde. Mach mal. Hol mich mal. Was soll denn hier? Haust du schon wieder ab? Ja, wir wollten noch weiter, oder nicht? Ja, aber muss erst mal gucken, wo ich bin. Wollen wir durchrennen oder wollen wir uns irgendwo einen Bunker suchen? Erst mal durch dann. Oh. Ja, ich habe ihn gesehen. Kommst du? Ja, ich komme. Lauf du, Mann. Ich komme nach. Du weißt, wo ich bin. Ja. Hoffe ich richtig? Ja. Ah, oh, hier ist noch so ein Schneefuzzi. Ah, da bist du, okay. Alter, ein Korallenriff, was ist denn man hier los? Was zum Deibel, Alter? Ich will doch nur nach Hause. Okay, Boot raus und los, wir müssen geradeaus. Ah, warte, ich mach mal mein Boot hier auswählen. Wo bist du? Warte Bist du mal, ich schon steck mir los? mal ein bisschen Glowstone in der Hand hier. So. Siehst du mich? Ich sehe dich, aber dein Glowstone leuchtet nicht bei mir. Ach, stimmt, Shader. Was geht Shader da? Da unten leuchten die Gurken auf jeden Fall. Gurken. Irgendwie Seegurken. Schön aus, ja, das Korallenriff. Und echt schön. Ja, das hat wirklich was. Warum sie sich was einfallen lassen? Schon krass, langsam wirkt es. Langsam wird's, ja. Man nennt ihn Schlipper, Schlipper. Und aller. Row, row, row your boat. Da waren wir echt so weit weg. Also ich sag mal so, da laufen wir nicht noch mal hin. Das wird ein bisschen zu heftig, der Weg. Der Weg wird zu heftig. Das können wir nach und nach alles erobern, aber das wird wirklich zu Ich heftig. habe jetzt schon die jammernden Kinder hier, die bei uns mitgezockt haben im Kopf, so, die hätten doch schon längst keinen Bock mehr. Nee, die hätten sich schon teleportiert, ja.
Ja, und hätten uns dann mit ihren blöden Kommentaren genervt, wenn wir sagen, wir wollen normal zurücklaufen. Ich helfe euch, ich mache euch den Weg frei. Kaboom. Da kommst du nicht mit klar, ne? Mach doch mal. Ja, Aua, 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 was ist denn hier? Ich bin vergiftet. ein Kugelfisch. Dreckvieh. Hallo, wo bist du? Da bist du. Neben dir. Oh. In der Jetzt muss ich erstmal selber mich neu orientieren, weil der Kompass schwenkt jetzt da lang. Oh, wir schwimmen jetzt auf den Magneten zu. Ja, halt auf den Nordpol. Da hatte ich mal was für Weihnachten. Der Delfin verfolgt dich, der mag dich wohl. Der riecht mein Thunfisch. Aber er weiß, ich sehe gar keinen hab. Das Bild mit dem Seehund war geil. Okay, wir gehen ja raus. Das war's. Du Boot. Ja. Warte mal, kann ich mir kurz Fackeln, Ist hier ein Boot. Fackeln machen? So. Stecken wir uns die mal in die Offhand rein. Ein Boot brennt. Mein Brot brennt nicht, das leckert vor sich hin. Das Kot im Brot. Boot. Du bist ja komisch. Merkst du jetzt das? Oh, Da hinten Dorf! ist ein Dorf. Es ist doch zum Kotzen. Das sieht aber komisch aus, das Dorf. Ist wieder so ein Schneedorf-Dings. Wenn da nicht Okay. das von eben gekommen sind. Das wär's ja. Nein, es ist nicht. Ja! I. Ist gerade eine Spinne, die Flosse hochgekrabbelt. Erd! Okay. Hotti! Ein Hotti! Karotten? Okay, ich bleibe in dem Dorf hier, gehe ohne mich weiter. Gut. War nett. Ist mir den Kompass? Nope. Das ist ja zu einfach. Hier schläft gerade ein Eskimo. Ja, hier auch. Ich mach ganz viel Licht an, dann kann er nicht mehr schlafen. Das ist eine Uah. Kiste mit Brot und Lederklamotten, die stehen eher so auf Fetisch. Herrin Vonja, ich füge jetzt dieses Weizenbrot ein. Alter, Nein, das hier ist ist mein. ein Iglo mit zwei Türen. Ah, ne, da hinten drauf hier. Hier ist ein Räucherofen. Geben Sie mir Roggen. Oder ist das ein Räucherofen? Sieht aus wie ein Räucherofen. Dieses Brötchen glutenfrei. Nein, ah. Ach, ich muss ein Spinner. Da war ein Räucherofen. Hier ist auch noch ein Räucherofen. Mit Kartoffeln, was soll ich denn mit Kartoffeln? Glocke. Nimm sie mit. Mann. Du bist ein toller Eisengolo, ihr Warte Renten, mal, wir irrer können ja. Typ mit Pizza Den drauf und. Räucherofen kann ich kurz gebrauchen, dann kann ich Bartkartoffeln machen. Kartoffeln. Ja, hier brauchen wir Kartoffeln. Da ist irgendwas in die Luft geflogen. Ein Creeper bei mir und hier ist eine Spinne. Spinne! Oh, da unten, ihr Schlingel, da ist auf eine Spinne. Oh, hier kommt noch ein Vieh. Komm hoch in irgendein Haus rein. Der Eisengolem hilft mir gerade, also zumindest rennt er mir hinterher. Danke, Eisengolem, das war nett von dir. Ach so, ja, und ich bin da runtergestorben wie ein Gaskranker, das ist nix. Oh, hier die Teile nicht im Bett, guck mal, der ist rübergeschoben worden. Was? Sag ich mal. In dem Iglu, gucke. Oh, sorry. Aua! Ich wollte das Bett vernichten. Ich sehe schon. Ist noch so ein Braubrot-Ding da, die kann man nicht stapeln, ne? Was? Oh, ich hab's kaputt gemacht. Vergiss, was ich gesagt habe. Warte, ich habe noch So, ich. meine Kartoffeln im Räucherofen. Und damit sehen wir uns in der nächsten Folge. See ya. Macht's gut.